Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Hier hat jeder was angepflanzt. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good, almost normal. Lehrerzimmer hier. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Mal hier rumgehen, denke ich. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Aber schön gemalt, ne? Milton Finch in The Magic Paintbrush. Daumenkino. Früher als Kind mal eine Zeitschrift bekommen, in der beschrieben war, wie man sowas selber macht. Wenn man natürlich malen kann. Oder halt, wie das funktioniert. I was 4 when Milton disappeared. Ach Kai, Sven und Sanjay sind wohl so verschwunden. Oder sie sind nicht gestorben, die leben noch. Nee, der Vater ist ja tot, definitiv hat sie ja gesagt. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Na, hier rum? Ne, hier können wir nicht rum. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Die Familie scheint echt verflucht zu sein. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis.
Ja, da hat einer gekifft, würde ich mal sagen. Wie das hier alles gebaut haben, richtig zusammengewürfelt und so, ne? Also schon kreativ gewesen, die ganze Familie. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Oh my God. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. Das ist nicht gerade einfach, ja. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small. Ich muss gerade beides imagining steuern. A labyrinth. Ich muss mich durch das Labyrinth steuern und gleichzeitig hier die Fische köpfen. Das ist gerade ein bisschen eigenartig. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Momentan. And songs for them to play. Ich hoffe, ihr kommt mit dem Lesen mit. Ihr müsst nicht ständig he pausieren. Talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished.
he held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a... Hörte er Gerüchte über einen wunderschönen... Beautiful Prince. Lassen wir ihn schwul sein. Finde ich gut. Die Farben. The Prince was on his own quest for... Nach? Radiant Rainbows. Finde ich schön, dass man die Geschichte noch ein bisschen mitgestalten kann. Oh nein. Die Steuerung ist gerade ein bisschen... He followed the sound of his... Electric Sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Es ist total schwierig, beides so zu steuern. Of having created it. In his own eyes, he becomes something greater than a king. Es ist echt schwierig, das zu steuern. Boah. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him. That the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Oi, wir haben gerade Feierabend, sehe ich wohl. He began to forget the world we know. Na, nur Drogen. Oh nee, jetzt sag nicht, der ist in dieser Fischfabrik gestorben irgendwie, hat einen Unfall oder sowas. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. Oder hat er jemanden umgebracht? He began to despise the man with a royal contempt. Nee, Finch. Das ist Louis hier. I still thought I could save him.
even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico, who'd insisted on inviting him. Molly. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Das ist ein Schafott. Oh nee. Oh mein Gott. The rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. In Drogenwahn hat sich unter dieser Maschine, die Fische köpft und ja, dachte, ja, Schafott und ja, Kopf ab. Ne? My brother was really cool. I wish you could have met him. Dann haben wir doch alle, oder? Oh je. Es ist kein Fluch bei dieser Familie, das ist irgendwie alles nur so Dummheit oder Leben. Leben und Dummheit, wie sie sterben. Es schneit. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Hochala. Falscher Weg. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Warum geht hier Licht an? Warum ist hier Licht an? My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Okay. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Die von der letzten Nacht zu erzählen, okay. Edith. Oh Gott. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. So, wir sind jetzt Edith. In dem Abend. The power had been shut off that morning, but
Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Okay. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Hier liegt ein Bett. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. So nur geradeaus. I got turned around. I started seeing things. Wir folgen dem Hirsch. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Hey, it's hey, mine. Hey, 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 hey. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. Ich wollte das noch lesen, Mensch. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Ich mach das auch gerne. We both tried to make the best of it. Beide versuchten das Beste draus zu machen. Ich hab's jetzt mal gelesen, weil wir years went by. Immer so hin und her geschwungen sind. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't.
And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. Ist das jetzt gerade der Geburtskanal? This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now... Was? Things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gerade am Heulen. Oh Gott. Oh. Okay, Leute, es ist zu Ende. Es ist. Ich muss mich gerade etwas sammeln. Ich habe die ganze Zeit schon irgendwie damit gerechnet, dass Edith irgendwie erzählt. Also irgendwie von der, also dass sie ja von der Vergangenheit erzählt und dass ein anderer das Tagebuch gekriegt hat oder dass sie das. Ich hatte erst damit gerechnet, irgendwie, dass sie vielleicht im Koma liegt und das in ihrem Tagebuch halt erzählt hat, dass sie vielleicht doch gestürzt ist oder einen Unfall hatte. Vor allen Dingen dann, als ich erfahren hatte, dass sie halt in der 22. Woche schwanger ist. Aber dass es so gekommen ist, dass sie anscheinend bei der Geburt gestorben ist. Ja, aber das Kind trotzdem die Geschichte ihrer seiner Mama, wir haben ja gesehen, es war wohl ein Junge, dass er die Geschichte seiner Mutter und der seiner Familie halt doch noch erfahren hat, fand ich ziemlich schön, obwohl es ziemlich traurig ist, dass sie tot ist. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, man kann es so sehen, es könnte, ja, ein Fluch. Das, was dieser ganzen Familie zugestoßen ist, kann man echt als Fluch ansehen, obwohl ich echt sagen muss, dass viele Sachen einfach nur aus Dummheit passiert sind. Zum Beispiel das mit den Drogen. Mit Levis? Das mit den Drogen. Er war total zugedröhnt und hat sich deswegen, weil er da diese ganze Fantasiegeschichte gesponnen hat, hat er sich da unter dieses Messer da gelegt und sich einfach köpfen lassen. Dann das mit Gregory, mit dem Baby. Sorry, aber nein, der Vater war nicht schuld, dass das Baby gestorben ist, weil er angerufen hat. Es war die Schuld der Mutter. Man lässt kein Kind, ja, in so einem Alter, ne, alleine in der Badewanne. Man macht das einfach nicht. Die Zeit hätte auf jeden Fall gereicht, um das Kind noch eben rauszuholen. Und ansonsten soll derjenige nochmal anrufen. Das war einfach nur Dummheit. Dann die Sache mit dem Reh, muss ich ganz ehrlich sagen, also mit dem Hirsch, selbst schuld. Ich hab's ihm gegönnt. Ich verurteile, ja, habe ich ja schon in der vorigen Folge gesagt, ich verurteile sowas absolut mit dem Jagen aus Vergnügen und aus Spaß. Ich weiß, dass manche Förster es machen müssen,
Wegen dem Bestand und all sowas, aber aus Vergnügen, nein, ein Tier tötet auch nicht aus Vergnügen, es tötet nur zum Fressen oder um sich zu verteidigen, im Prinzip um zu überleben. Ja, was mit der Oma passiert ist, keine Ahnung, wahrscheinlich ist sie wieder irgendwo ins Watt oder wie das heißt da reinspaziert und hat sich dann wieder verlaufen. Ja, der andere, ich kriege den ganzen Namen nicht mehr zusammen, ist wohl beim Schaukeln halt, er ist zu weit geschaukelt, ist dann wahrscheinlich abgesprungen oder abgerutscht und ist dann über die Klippe geflogen. Den haben sie dann wahrscheinlich unten nicht mehr gefunden wegen dem Wasser, wegen dem Meer. Was mit Barbara passiert ist, das waren echt Leute, die haben die umgebracht. Soweit ich das verstanden habe, da waren Fans, die haben sie erschreckt und haben sie dann am Ende umgebracht irgendwie. Und haben das dann diesem Freund angehangen. Oder er wurde selber auch umgebracht. Dann mit dem einen da, mit dem Walter. Ich kriege die Namen nicht mehr alle so zusammen mit dem Walter. Dass er da rausgeht. Das Erdbeben war die ganze Zeit der Zug, der da dran vorbeigefahren ist. Und deswegen ist er gucken gegangen und dann kam der Zug halt zu spät und ja, hat ihn halt umgefahren. Option Geschichte wiederholen steht dir zur Verfügung. Wähle Edith, um von Anfang an zu spielen. Genau, so, jetzt kriege ich die Namen jetzt auch mal wieder an, genau. Molly, was mit Molly, ist an einem normalen Tod gestorben, glaube ich. Levis war der, wo er sich selber aus Drogenrausch geköpft hat. Milton ist einfach so verschwunden anscheinend. Soweit ich das verstanden habe. Ihre Mutter ist ja halt gestorben an einer Krankheit. Der Vater ist auch nochmal gestorben. Kay ist auch nochmal gestorben. Gus ist ja bei dieser Hochzeit gestorben, weil da ein Hurricane oder halt ein Sturm kam. Der wurde ja erschlagen. Gregory ist dank der Doofheit seiner Mutter in der Badewanne ertrunken. Walter ist ja, weil er halt so eine Angst hatte, hat er sich ja da unten eingeschlossen, weil er das ja alles mitgekriegt hatte mit Barbara, hat er sich unten im Keller und ganz tief unten eingeschlossen und ist dann halt rausgeklettert, hat sich dann vom Zug erwischen lassen. Odin, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was mit dem passiert ist und mit Ingeborg. Idi ist halt verschwunden. Ich denke mal, sie ist wieder in dem Watt halt gewandert. Sven ist am normalen Tod gestorben. Sam bei dem Jagdunfall, wo der Hirsch ihn zu Recht von der Klippe gestoßen hat. Corwin, das war der mit der Schaukel, der zu hoch fliegen wollte. Der ist ja wahrscheinlich halt mit der Schaukel über die Klippe gesprungen. Nicht mit der Schaukel, sondern von der Schaukel aus. Wahrscheinlich über die Klippe geflogen. Und dann im Meer ertrunken und wurde deswegen nicht gefunden. Und Barbara wurde umgebracht von ihren Fans. Ja. Jetzt nochmal zum Game an sich. Ich bin in der Überlänge, aber das Spiel ist so heftig geil. Die Geschichte ist mega schön. Es wurde richtig gut erzählt. Das mit der Schrift, mit dem Verschwinden, mit dem Durchgehen, mit dem Auftauchen. Das ist so klasse gemacht worden. Die ganze Atmosphäre und die Musik waren irdisch gut. Diese versteckten Sachen in dem Haus. Und ich spiele sowas ja sehr gerne, wenn man da so durch so einem Haus gehen muss, wenn es kein Horror ist. Und da so Sachen entdecken muss. Es ist echt interessant. Es hat eine echt krasse Wendung gehabt. Ich habe ja auch an was ganz anderes gedacht. Auf jeden Fall ein Spiel, was man echt haben muss, was man gespielt haben muss. Es war einfach klasse. Ich hoffe, wir hören noch viel, viel mehr von den Entwicklern, weil ich möchte wirklich mehr Spiele von denen haben. Es war einfach nur klasse. Ich habe seit langem kein so gutes Spiel mehr in der Hand gehabt. Und das Geld für die wenigen Spielstunden, aber das Geld hat sich echt gelohnt. Ich bin absolut zufrieden. Apropos, bevor ich jetzt aber noch Tschüss sage, wollte ich euch noch etwas vorlesen, was bei der Seite der Entwickler stand. Und zwar, letztlich ist es ein Spiel, das uns die Demut und das Erstaunen über die unermessliche und unbegreifliche Welt um uns herum erfahren lässt.
Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.